Verehrte Theaterfreunde, das Stadttheater Aachen begeht im Jahre 1975 ein Jubiläum, das nicht viele deutsche Theater gleicher Größenordnung feiern können. Vor 150 Jahren wurde das neue Schauspielhaus, wie unser jetziges Theater zuerst hieß, mit Spurs damals beliebter Oper Jesonda feierlich eröffnet. Die eigentliche Theater- und Musikgeschichte Aachens reicht natürlich weiter zurück und findet ihre Anfänge schon in der Zeit Karls des Großen. Das alte Stadttheater von 1748 bis 1751, aus Anlass des Aachener Kongresses errichtet, gehörte zu den ersten selbstständigen Bühnen, die ihre Existenz dem bürgerlichen Gemeinsinn verdankten. Von 1818 bis 1826 wirkte Albert Lortzing als Schauspieler und Sänger in Aachen. Es sangen hier die berühmte Wilhelmine Schröder-Devrient und Henriette Sonntag. 1843 gab es die Konzerte mit Cäsar Frank und Jack Offenbach und 1846 das Niederrheinische Musikfest unter der Leitung Mendelssohn Bartholdys mit der berühmten schwedischen Nachtigall Jenny Lind. Im Laufe der Jahre haben bekannte Regisseure, Sänger und Schauspieler von Aachen eine erfolgreiche künstlerische Laufbahn angetreten und viele Dirigenten haben als Generalmusikdirektoren von hier aus ihre internationale Karriere beginnen können. Die vorliegende Tondokumentation berühmter Künstler, die von Aachen aus ihren Weg nahmen, lässt uns mit Stolz auf eine Tradition zurückblicken, die aber zugleich auch eine Verpflichtung bedeutet. Bekannte Namen stehen hier stellvertretend für viele andere, die unberücksichtigt bleiben mussten. Die vorliegende Auswahl kann und soll kein Wertmaßstab sein. Möge diese Schallplatte allen Freunden unseres Theaters ein Anlass sein zur Erinnerung und zur Besinnung. Am 4. Oktober 1893 trat in Aachen Leo Blech zum ersten Mal an das Dirigentenpult. Mit einem Ausschnitt aus der von ihm dirigierten Meistersinger-Ouvertüre begann unsere Dokumentation. Einer der Stars des damaligen Ensembles war in den Jahren 1894 bis 95 der später so berühmte Tenor Karl Burian. Hold on.
In der Geschichte der Gesangskunst nimmt die berühmte Sängerin Lilli Lehmann einen hervorragenden Platz ein. Sie sang in Aachen beim Niederrheinischen Musikfest 1882. Der Bariton Hermann Gura, der 1892 bis 93 in Aachen engagiert war, wurde auch ein bekannter Liedersänger. Nach Frankreich zogen zwei Grenadier, die waren in Russland gefangen. Und als sie kamen ins zweite Quartier, das Frankreich verloren gegangen, besiegt und geschlagen das tapfere Heer, und der Kaiser gefangen. 1897 debütierte am Stadttheater eine hochbegabte Sängerin, die Sopranistin Minni Nast. Ihre Karriere führte sie später an die Dresdner Hofoper. Hier ein Duett mit Karl Jörn aus der Oper Carmen. Ich sehe die Mutter dort, sie ruft zurück mir im Bilde, das stille Tal und das Haus, wo meine Wiege entstand. Seine Liebe, seine Liebe, mein teures Vater, das begeistert waren die Aachener Theaterfreunde 1906 von Bernhard Bötel, dessen Weg ihn später nach Wien und Berlin führte. Oh, wie so trügerisch sind so Weiberherzen, klagen, mögen sie sterben, oft fehlt ein Lächeln um ihre Züge, oft fließen Tränen, alles ist Lüge. Hab ihr auf Türe zum Unterpfande auf Lichten Sande, hab ihr gebaut.
Auch für die Sopranistin Selma vom Scheidt wurde Aachen zum Sprungbrett. In Berlin und an der Hofoper in Weimar erlebte sie ihre großen Erfolge. Hier ein Duett mit ihrem Bruder Julius aus der Zauberflöte. In dieser Zeit trat in Aachen der junge Werner Kraus eines seiner ersten Engagements als Schauspieler an. Er wurde einer der bedeutendsten Charakterspieler des deutschsprachigen Theaters. Zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Die eine hält in derber Liebeslust sich an die Welt mit klammernden Organen. Die andere hebt gewaltsam sich vom Dust zu den Gefilden hoher Ahnen. O, gibt es Geister in der Luft, die zwischen Erd und Himmel herrschend weben, so steiget nieder aus dem goldenen Duft und führt mich weg zu neuem, buntem Leben. Ja, wäre nur ein Zaubermantel mein und trüg er mich in fremde Länder, mir sollte er um die köstlichsten Gewänder nicht feil um einen Königsmantel sein. 1912 wurde Fritz Busch, 22-jährig, zum Musikdirektor der Stadt Aachen berufen. Er führte dieses Amt bis 1919, ging dann in gleicher Position an die Stuttgarter und anschließend an die Dresdner Staatsoper. Er wurde ein Dirigent von Weltruf. Im Jahr vor dem Ersten Weltkrieg war am Stadttheater der Heldentenor Peter Unkel engagiert. Deinem Bar
Blumen blühen, wonniger Blumen, Keim und Frost entspringt einer Kraft. Mit Vaterwaffen, wir beziehen der die Welt, Winter und Sturm, wichen der starken Wehr. Wohl musste den tapferen Streifen die Kränge Türe aufweichen, die trotzig und fahre und sinke vor ihm. Seine Elevenjahre in Aachen verbrachte auch der Schauspieler Willy Birgel, der vor allem durch eine Reihe großer Filmrollen berühmt wurde. Hier die Ansichten der Starnburg von diesem jungen Mann gezeichnet, um von verschiedenen Seiten anschaulich zu machen, wie der mächtige Bau von alten Zeiten her dem Jahr und seiner Witterung sich entgegenstemmte. Mhm. Ja, und wie doch hier und da seine Gemäuer weichen, da und dort in wüste Ruinen zusammenzustürzen drohen. Ja, nun haben wir manches getan, um die Wildnis zugänglicher zu machen. Wir haben Mauern durchbrochen, Gewölbe gesprengt und so einen bequemen Weg bereitet. Hier, wo man durch den Hohlweg vor die eigentliche Burg gelangt, da steigt uns ein Felsen entgegen. Und da steht gemauert ein Turm. In den 20er Jahren wurde das Aachener Musikleben entscheidend beeinflusst von seinem Generalmusikdirektor Professor Peter Rabe. Wir hören noch einmal seine Stimme und anschließend einen Ausschnitt aus dem von ihm dirigierten Klavierkonzert von Beethoven mit Wilhelm Kempff und den Berliner Philharmonikern. Meine Freunde, wir sind nicht hierher gekommen, um eine prunkvolle Feier zu veranstalten. Ihr habt mich nicht beauftragt, hier zu euch zu sprechen und habt mir damit die höchste Ehre meines Lebens erwiesen, damit ich funkelnde Sätze forme, an deren Glanz wir uns berauschen. Später so berühmte Sopranistin Tiana Lemnitz sang in Aachen in den Jahren 1921 bis 28. Ihre Karriere führte sie anschließend nach Dresden, Berlin, Wien und andere führende Opernhäuser der Welt. Der in Aachen geborene Bariton Willy Domgraf Fassbender debütierte hier 1922 und wurde später ein gefeierter Sänger der Berliner Staatsoper. Du nicht vollbracht, du kehrst zur Heimat wieder, hier oben
dir der Frieden nicht erblüht. Ich wollt erfahren, um wie viel besser denn die Wesen sind, in denen eine Seele wohnt. Deshalb raunt ich Bertalda aus der Fischerhütte und sandte dich dahin, mein teures Kind. Vergib, und magst du mich auch grausam wähnen, ich bin es nicht, ich bin es nicht. O trockene, trockene da. ...1921 erregte die dramatische Sopranistin Maria Janowska in Aachen Aufsehen. Berlin und Leipzig wurden ihre weiteren Stationen. Ein weiterer großer Sänger am Stadttheater war der Heldentenor Ludwig Sudhaus. Von 1928 bis 1931 blieb er, vom Publikum sehr geschätzt, in Aachen und machte anschließend an der Stuttgarter, Berliner und Wiener Staatsoper Karriere. Gelang